Hallo Leute, mein Sohn kam gestern nach Hause von der Schule und hat mir erzählt, er müsste heute einen Frosch sezieren. Ui, habe ich gedacht. Also, ich bin ja doch ein riesengroßer Tierliebhaber und bin da gar nicht dafür, Frösche umzubringen für die Schule. Und es ist ja nun auch nicht so, dass er jetzt studiert und Arzt wird, sondern er ist in der 7. Klasse, Middle School. Und da habe ich gedacht, ist das nicht in Deutschland schon lange verboten? Da habe ich das gegoogelt und zu meinem Erstaunen herausgefunden, nein, es ist gar nicht verboten oder nur in manchen Bundesländern. Und tatsächlich auch in Deutschland in einigen Schulen wird nach wie vor seziert. Ich selber musste in meiner Schulzeit keinen Frosch sezieren und das ist ja schon sehr, sehr lange her. Und irgendwie habe ich gedacht, meine Lehrerin hätte mir damals gesagt, das wäre illegal in Deutschland. Ist es aber anscheinend überhaupt gar nicht. Ich verstehe schon, dass man vielleicht eine größere Lernerfahrung hat, wenn man also selber genau sieht, wo ist das Herz, wo ist die Niere und die Milz und sowas alles. Aber trotzdem finde ich es irgendwie nicht so eine schöne Angelegenheit. Vor allen Dingen, weil ja da anscheinend, stell dir mal vor, wie groß Amerika ist, wie viele wahrscheinlich Millionen von Frösche umgebracht werden, um den Kindern was beizubringen. Weiß ich nicht, lohnt es sich oder soll man da vielleicht einfach zu einem Video greifen? Was findet ihr? Sagt mir doch mal eure Meinung. Und ja, fand ich doch erstaunlich. Ich dachte, es wäre sowas typisches Amerikanisches wieder, was hier noch so ist und in Deutschland schon lange nicht mehr, aber anscheinend nicht, aber gängiger scheint es nun doch in Amerika zu sein. Fast alle Schulen machen das offenbar. Und mein Sohn hat mir erzählt, als ich schockiert gefragt habe, und kommen die tot oder wie, dass die also lebend gebracht werden und dann in ein Glas Gefäß reinkommen und dann wird quasi das Glas zugemacht und dann wurde das Wort benutzt, die Frösche würden dann einschlafen. They will fall asleep. Also ein bisschen verharmlost finde ich das ja schon. Und mein Sohn kommt gleich von der Schule nach Hause und ich werde ihn mal fragen. Ich weiß nicht, ob er sich traut vor der Kamera, aber ich werde ihn mal fragen, wie ihm das gefallen hat. Kann man ja so nicht sagen, aber wie es halt war. Okay, habe ich mal meinen Sohn Julian hier. Und den werde ich jetzt mal ein bisschen befragen, wie das war mit dem Frosch sezieren. Aber der ist nicht so gut in Deutsch, deswegen mache ich das mal auf Englisch. How big were they? This big. A No. frog. That big. That's huge. You're kidding me. And what did they do then? First, they cut their mouths open so you could open them and see how they're like the little holes that where you can poke a thing inside of it and it comes out of their ears. Oh. So did you think it's interesting? Or worthless? Doesn't really do any difference. So you don't think it's educational or anything? Would you have preferred to see a video of that? I mean, it's better because then you wouldn't kill the frog. Yeah. Ja, und dann würde mich noch interessieren, was ist denn eure Meinung? Oder musstet ihr selber mal einen Frosch sezieren? Wie fandet ihr das? Oder findet ihr, man sollte das überhaupt gar nicht machen? Frösche umbringen für einen Schulunterricht ist Blödsinn. Was ist eure Meinung? Und falls ihr irgendwelche Videoideen habt, irgendwas, was euch interessiert. Ich versuche ja immer irgendwas herauszufinden, was anders ist in Amerika als in Deutschland. Und ja, wenn ihr da irgendeine Idee, irgendeinen Tipp habt, was euch interessieren würde, dann lasst es mich doch wissen. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, eure Sissi. Tschüss. Ah, look out, she's a bear girl.